Herzlich willkommen zurück zur Maßtheorie, wobei wir schon bei Teil 10 angelangt sind. Und zwar bei einem meiner Lieblingssätze, nämlich dem Satz von Lebesgue. Dieser trägt auch öfter etwas andere Namen. Was man oft hört, ist zum Beispiel den Satz von der dominierten Konvergenz oder genauso den Satz von der majorisierten Konvergenz. Diese Namen beschreiben den Satz dann auch ganz schön, denn letztendlich geht es darum, eine bestimmte Majorante zu finden. Ebenso stellt dies hier die Verbindung zu dem anderen Konvergenzsatz, den wir schon hatten, nämlich dem Satz der monotonen Konvergenz her. Nochmal zur Erinnerung, ein Konvergenzsatz soll uns sagen, unter welchen Bedingungen wir einen Grenzwert in das Integral hineinziehen dürfen. Und der Satz von Lebesgue ist so ein Konvergenzsatz, den man tatsächlich sehr oft verwenden kann. Gut, bevor wir den Satz jetzt aufschreiben, brauchen wir vielleicht noch ein paar Notationen. Also das hier ist wie üblich unser Maßraum, x mit Sigma Algebra A und Maß μ. Und jetzt definiere ich eine Menge von integrierbaren Funktionen. Üblicherweise nimmt man dazu solch ein geschwungenes L, was man auf Lebesgue integrierbar zurückführen kann. Und wenn die Menge und die Sigma Algebra letztendlich klar sind, dann schreibt man hier auch nur noch das Maß μ hinein. Aber das sieht man ganz oft. Üblicherweise kann man auch den ganzen Maßraum hineinschreiben. Und die Menge ist nun definiert als alle Funktionen, ja, die integrierbar sind. Das bedeutet, meine Funktion muss erstmal messbar sein. Und dann ist ein gutes Kriterium, sich einfach, ja, das Integral über den Betrag anzuschauen. Der Betrag ist eben auch messbar und den kann ich über das Maß μ integrieren. Und von diesem weiß ich, dass es immer existiert und im schlimmsten Fall unendlich ist. Ja, und integrierbar meinen wir nun die Funktionen, die eben hier einen endlichen Wert haben. Und das ist unsere ganze Menge. Gut, vielleicht noch eine Anmerkung zu einer Notation, die an dieser Stelle vielleicht noch etwas unnötig ist, aber später immer wichtiger werden wird. Und zwar kann ich hier noch sagen, ja, welche Potenz, ja, zu welchem Exponenten das ganze Ding integrierbar ist. Ja, hier haben wir den Exponent 1 und diesen Exponenten würde ich dann auch hier als Potenz an das geschwungene L schreiben. Und mit diesen Notationen können wir uns nun endlich an den Satz von Lebesgue wagen. Was wir nun hineinstecken, ist eine Folge von messbaren Funktionen. Also fn, die definiert sind auf unserem x und ja, reellwertig sind. Und egal welches n wir wählen, wir haben eine messbare Funktion. Am besten stellt man sich das wahrscheinlich als eine Graphenschar vor. Also hier haben wir den Graphen von der Funktion f1 und dann hier den von f2 und so weiter und so weiter. Also hier f3. Bei solch einer Funktionenfolge kann man nun standardmäßig fragen, naja, was passiert denn, wenn ich mir hier einen Punkt, ja, nennen wir den mal x, auf der x-Achse festhalte und schaue, naja, was machen denn die Funktionswerte? Die Funktionswerte bilden nun eine Zahlenfolge, also hier haben wir den ersten Eintrag, dort den zweiten, dort den dritten und so weiter. Und von dieser Zahlenfolge können wir nun nach der Konvergenz fragen. Die Punkte könnten sich zum Beispiel hier einem Punkt annähern. Und wenn das für jeden Punkt x funktioniert, dann haben wir letztendlich eine Grenzfunktion, eine punktweise Grenzfunktion, die wir jetzt vielleicht einfach mal f nennen können. Und das ist nun, was wir auch noch in die Voraussetzung unseres Satzes hineinstecken wollen. Also, dass wir so eine Grenzfunktion, die wir f nennen, haben. Das bedeutet, wir haben hier die Eigenschaft, wenn wir uns fn an einem Punkt x anschauen, dann konvergiert dies für n nach unendlich gegen f von x. Für klein x in groß x. Und nun können wir noch eine schöne Eigenschaft hineinbringen, die wir oft in der Maßtheorie haben, nämlich wir brauchen das hier gar nicht für alle x. Es reicht, wenn wir das für x in x fast überall haben. Also μ fast überall. Was das genau bedeutet, habe ich ja letztens schon erklärt. Das heißt nämlich, dass die Ausnahmemenge, auf der, naja, diese Konvergenz nicht stattfindet, also entweder fn ist nicht konvergent oder es konvergiert nicht gegen f, eben μ-Maß 0 hat. Ja, also die Ausnahmemenge hat Maß 0. Okay, das ist jetzt erstmal der erste Teil unserer Voraussetzungen. Und die klingen gar nicht mal so abgehoben. Also wir haben Funktionenfolgen von messbaren Funktionen und das ist eigentlich schon alles. Ja, und dann schauen wir nur noch
auf die punktweise Grenzfunktion, die fast überall existieren soll. Und nun kann man sich die Fragen stellen. Zum Beispiel, sind meine messbaren Funktionen denn schon integrierbar, also in L1? Was ist dann mit der Grenzfunktion? Und kann ich Integral und diesen Grenzwert vertauschen? Und der Satz von Weck liefert nun eine positive Antwort auf all diese Fragen, wenn wir noch die folgende Voraussetzung haben. Jetzt kommt nämlich die Majorante ins Spiel. Ja, also wir schauen uns den Absolutbetrag von fn an und wenn der kleiner oder gleich einer Funktion g ist, ja, also das ist auch punktweise zu verstehen, also fn x ist kleiner oder gleich g von x, für eine Funktion g, ja, ich schreibe mal mit hin, mit g in L1. Also wir haben eine integrierbare Funktion g, die größer oder gleich fn ist für alle n. Und das ist genau, was wir eine Majorante nennen. Kurz gesagt also, für den Satz von Lebesgue brauchen wir genau eine integrierbare Majorante. Ja, in diesem Bild hier oben können wir uns das vorstellen als einen Funktionsgraph, ja, der irgendwie liegt, aber drüber, über allen anderen Funktionsgraphen. Ja, und das Ergebnis ist nun, wenn wir wissen, dass dieses g integrierbar ist, ja, dann sind auch alle Funktionen unten drunter integrierbar. Wie das g dann genau gewählt wird, ist völlig egal. Ja, es müssen nur die zwei Bedingungen erfüllen, ja, dass es integrierbar bleibt und größer oder gleich der Funktionenfolge ist. Also in keinster Weise muss es hier irgendwie optimal gewählt sein. Gut, das waren bisher unsere Voraussetzungen. Und nun kommt die Folgerung aus diesen Voraussetzungen. Ich habe es ja schon angekündigt, aus dieser Voraussetzung der integrierbaren Majorante folgt nun, naja, dass alle Funktionen aus der Funktionenfolge eben auch integrierbar sind. Und ebenso die Grenzfunktion selbst. Ja, die Grenzfunktion ist, naja, als Grenzfunktion messbar, aber nun auch integrierbar. Und nun können wir uns die Integrale von fn anschauen, also über x, und den Grenzwert anschauen. Und die Aussage von Weck ist natürlich als Konvergenzsatz, wir können den Grenzwert nun reinziehen. Das heißt, was hier rauskommt, ist das Integral über f. Und das ist der Satz von Lebesgue. Ja, er gibt uns ein schönes Kriterium, wann wir Grenzwert und Integral vertauschen können. Die Aufgabe besteht nämlich darin, eine integrierbare Majorante zu finden. Und da das schon der wesentliche Teil ist, kann man den Satz tatsächlich in Anwendung sehr oft verwenden. So, ich hoffe, ihr seid genauso angetan von diesem Satz wie ich. Und schaut euch auch den nächsten Teil in dieser Reihe an, in dem ich nämlich den Satz von Lebesgue wirklich beweisen möchte. Dort werdet ihr zum Beispiel sehen, wie das Lemma von Fatou in diesen Beweis eingeht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann gerne bis zum nächsten Mal.